Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Evelsbach. Heute am Mittwoch bereits schon einen wunderschönen guten Mittag oder Mahlzeit bin ich hier zusammen. Wollte guten Morgen sagen, ja moin. Ja, wir sind wieder zurück hier auf der Evelsbach. Und wir wollten gestern oder haben gestern geplant gehabt, dass wir anfangen zu schwaden. So dass wir dann vielleicht sogar noch das Heu heute reinholen können und unseren Tieren geben können. Das war der Plan, das werden wir heute auch verfolgen. Nebenbei ist der andere Kollege auch noch am... wie heißt es richtig? Am Säen. So, jetzt habe ich es aber. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das hier ein bisschen zusammen bekommen, dass sich das auch lohnt, ne? Weil wenn ich schon... Wow, das funktioniert ja richtig gut. Wenn ich schon Schwader habe, dann erwarte ich mir halt auch, dass es einigermaßen funktioniert, ne? Aber ja, mal gucken. Ich fahre jetzt extra ein bisschen drüber raus, sodass wirklich alles mitgenommen wird vom Rand. Weil ganz vorne habe ich zum Beispiel... bin ich nur knapp beim Rand vorbeigefahren und da ging das dann nicht, dann lag wieder... Ah, guck mal hier. Warum liegt denn das hier? Ach man. Naja. Wie auch immer. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ja, Mitte der Woche haben wir schon, ne? Mittwoch. Wahnsinn, ey. Das ist einfach... Die Zeit rennt. Die Zeit rennt. Weißt du, wenn man so wirklich Langeweile hat, dann ist es so, oh, die Zeit geht nicht rum. Die Zeit geht nicht rum. Oder ich zum Beispiel... bei mir ist weniger, aber ich kenne Leute, die auf Arbeit sind zum Beispiel, ne? Und die sagen, oh, die Zeit geht nicht rum. Die Zeit geht nicht rum. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich auch momentan extreme Zeitprobleme habe, weil ich eben, wie gesagt, wisst ihr ja, ne, Arma spiele. Viel, wirklich viel momentan. Und so 3 Stunden Arma, ne, das ist wirklich ein Fingerschnippen. Jetzt mal ohne, das ist ein Fingerschnippen, das ist Wahnsinn. Das vergeht so schnell, aber wahrscheinlich bei den Sachen, die man halt einfach sehr, sehr gerne macht, vergeht die Zeit immer wie im Flug. Ne? Ich sehe es auch bei den Folgen hier, wenn du eine Folge aufnimmst, ich gucke 2-3 Mal auf die Uhr, wie lange haben wir schon und so weiter, ne? Weil ich weiß genau, 20 Minuten oder 25 Minuten wird sich kein Mensch angucken. Oder nur wirklich sehr, sehr wenige. Und denke ich mir auch so, oh lol, 8 Minuten schon vorbei. Und dann solche Sachen. Denke ich mir so, wo ist die Zeit hingelaufen? So, fährst du rückwärts? Warum fährt er nicht rückwärts? Gestern schon das Problem gehabt, jetzt fährt er wieder nicht rückwärts. Okay, das finde ich sehr, sehr komisch gerade. So, warte mal, ich muss hier mal was testen. So. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Gut, ist aber auch nicht so schlimm. Wir werden jetzt auf alle Fälle weiter schwaden, sodass wir dann mit dem Ladewagen das Zeug reinholen können. Ich freue mich. Achso, wir haben ja gar keinen Ladewagen, ne? Wir müssen Ballen pressen. Oh nee, dö. Wir müssen Ballen pressen. Da geht kein Weg daran vorbei, weil... Ja gut, ist aber auch nicht so schlimm. Ballen pressen und dann gleich mal zu den Kühen reinballern. Alles andere macht gar... Das läuft. Guckt euch mal das Ding an hier. Ich bin genau drüber und er macht das nicht. Jetzt fängt es aber an zu spuken hier, ne? Ach, yo. Danke, Werner. Danke für nix. Ich habe den Helfer drin gehabt. Das verstehe ich nicht, okay? Also ich habe momentan extrem mit der Hardware zu kämpfen, ne? Ich weiß ja, mein G27 ist angeschlagen. Und ich habe jetzt auch dem, weiß ich nicht, wie er jetzt heißt, dem Kollegen, den ich jetzt schon mal die Tage genannt hatte, nochmal geschrieben, ob das jetzt ein Ernst ist und ob wir das wirklich so machen können mit dem G27. Und ja, bin ich noch jetzt gespannt. Ich habe noch keine Antwort gesehen momentan, aber mal gucken. Da wird sich sicher was, irgendwie wird sich was ergeben. Ich habe halt absolut keinen Bock, mit Tastatur zu spielen, ne? Also wirklich, so gar, so halt überhaupt gar nicht. Das ist halt eher mein Problem. Jetzt gucken wir nochmal, ob ich hier noch was umstellen kann, ganz fix. Machen wir das mal aus. Oh, ob das was bringt? Ne, es bringt gar nichts. Es geht einfach nicht mehr. So. Ich würde aber sagen, dass wir direkt hier nochmal hochfahren. Ich glaube, 2 Ballen haben wir noch. Dann können wir tatsächlich schon die Presse anwerfen. Das ist eigentlich ganz okay, ne? Eigentlich. Ich weiß ja gar nicht, wie viel da rauskommt. Aber ich sage mal so. Ist das... Also der erste Schnitt sollte eigentlich der ergiebigste Schnitt sein. Habe ich mal gehört. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber... ich habe mal gehört, dass der erste Schnitt eigentlich der ist, da wo am meisten Futter bei rauskommt. Oder Heu, Gras etc. Das kommt natürlich auch an. Nicht alles kann man als Futter bezeichnen. Aber ja, irgendwie wird schon klappen. Da hinten seht ihr übrigens die Sämaschine noch rumdüsen. So, wir werden jetzt mal ein bisschen anders umdrehen. Hier werden wir... Das Problem ist halt, dass ich hier... Ja, jetzt geht's eigentlich, ne? Aber normalerweise... klappt der so ganz komisch auf, dieser Schwader. Ich weiß nicht, also ich bin kein Freund dieser Schwader, das muss ich ehrlich gestehen. Das habe ich aber auch damals schon gesagt. Eigentlich wollte ich mir schon einen anderen kaufen, aber ich bin irgendwie, ich habe mir gedacht, nee, behalt das Geld, du wirst es noch für andere Sachen brauchen, vergiss das mit dem Schwader.
Und deswegen habe ich es jetzt einfach mal dabei gelassen. Aber das Thema ist noch nicht aus der Welt. Das muss ich dazu sagen. Das Thema ist noch nicht aus der Welt. So, jetzt holen wir gleich mal die Presse. Ja, während wir aber jetzt... Also wir können eigentlich nochmal hochfahren hier. Ne? So, nehmen wir das auch noch mit. Da haben wir zumindest so ein bisschen an der angelehnte Schwatt, ne? Hier ist noch ein Feldweg. Oh, cool. Das ist geil. So, wir werden natürlich mit dem gleichen Tag der Schwaden, weil ich möchte... den großen Waldraum möchte ich tatsächlich jetzt mit den Mähwerken da lassen und einfach nur abwarten. Weil wenn das dann wirklich so weit ist, dass es reif sein sollte, die Wiese. Also was heißt reif, dass es gewachsen ist. Dann können wir direkt loslegen. Da habe ich Bock drauf, deswegen lassen wir es erstmal so. Und dann gucken wir einfach später. Weil der Waldraum macht das ja super, ne? Wir sind in Hofnähe. Also Höchstgeschwindigkeit ist jetzt auch nicht so dramatisch, weil die Wege sehr, sehr kurz sind hier. Oh, deswegen, ja, läuft. So, das schwade ich jetzt, glaube ich, zum dritten Mal. Aber es geht immer wieder was mit, ne? So, okay. Kann man zusammenklappen, das Ding? Bin immer noch kein Freund davon, aber für den Moment würde ich es jetzt einfach mal lassen. Wobei, wenn ich da irgendwas Besseres finde, ne? Nur ein bisschen besser, dann kommt das Ding weg, ne? Das kann ich euch aber sagen. Das kann ich euch aber sagen. Also ich weiß nicht warum, aber mein Rückwärtsfahren funktioniert einfach fast gar nicht mehr. So. Den lassen wir erstmal hier stehen, weil das ist eines der breitesten Geräte, die wir haben. Auch im zusammenklappten Zustand. Was ich eigentlich nicht so geil finde, aber gut. So. Okay. Die Presse müsste unten sein in unserer Halle, ne? Ich hoffe zumindest, dass sie da unten ist. Wir haben ja auch so ein Auto-Stack. Das ist eigentlich auch relativ gut, weil wir können dann auf alle Fälle... Wir können dann auf alle Fälle schon mal die Balken gleich bei den Kühen reinwerfen. Die warten schon drauf. Die haben Hunger, haben sie gesagt. So, da sind wir schon. Zack. Dann haben wir das schon mal angekuppelt. Fahren wir nochmal hoch. Ich weiß nicht, wie viele Ballen da rauskommen, ne? Also ich würde mir hoffen, dass so 10 Stück rauskommen, aber ich glaube es nicht. Also 10 Stück wäre Träumchen. Ich habe tatsächlich noch keine Ahnung. Weiß es echt nicht, ne? Es ist wirklich schwer zu sagen, wie viel da jetzt rauskommt. Ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal und werden einfach mal gucken. Und dann schauen wir mal. Zack. Achso, warte mal. Ich muss einschalten. Warte. Ich habe das vergessen. Oh, sofort geht die Motordrehzahl hoch, ne? So. Wir fahren jetzt einfach mal ganz geschwind weiter. Warum wird das jetzt das Gras angezeigt? Ich habe doch viel mehr Heu als wie Gras drin. Really? Warum? Warum? Das ist kein Gras, das ist Heu. Wunderschönes, bestes Qualitätsheu von unserer Weide. Wahrscheinlich, weil ich mit Gras angefangen habe, ne? Dann ist der ganze Ballen einfach Gras und gut ist. Ach man, das ist doch wieder doof, weißt du? So, wir fahren jetzt hier rein, weil dann werden wir hier, weil hier liegt wirklich Heu, ne? Also hier, er hat echt einen Grasballen gemacht jetzt, ne? Ohne Scheiß. Aber jetzt hat er Heu, okay. Gut, dann werden wir jetzt mal weiterfahren. Bin ich gerade irgendwo dran gekloppt? Nee, oder? So. Okay, okay, das läuft. Wir können auch Innenansicht fahren, das wurde auch immer gewünscht. Man sieht zwar vom Gerät da nichts mehr, das finde ich eben so schade. Also dieses Innenperspektive fahren ist ja prinzipiell gar keine schlechte Idee und finde ich auch cool. Du siehst halt vom Gerät rein gar nichts mehr, das ist so ein bisschen die Problematik. Also für mich die Problematik zumindest. Aber das muss jeder für sich selber wissen, das weiß ich auch schon. Bin auch gespannt, wie lange der andere Kollege da drüben noch braucht. Auf der 3, aber die 3 ist halt nicht groß. Ah, ist es nicht klein, ne? Okay, wieder einer mehr. Ja, also mit 10 wird es, glaube ich, echt eng werden, weil ich habe jetzt 3 und bin 2 Bahnen gefahren, ne? Was ist denn das für ein Punkt? Hä? Keine Fragen, Fragen am besten. Das ist schon wieder gleich voll, ne? Das ist ja Wahnsinn. Also es kommt schon einiges runter, das kann man glaube ich schon so sagen.
Aber jetzt so die Mörder-Ausbeute ist es jetzt halt auch nicht. Gut, aber für den ersten Futtergang muss es erstmal reichen. Und dann möchte ich ja sowieso des weiteren Silage und so weiter machen. Das wäre sowieso mein Plan. Deswegen finde ich das jetzt auch gar nicht schlimm. Es geht eigentlich nur darum, dass die Kühe erstmal was zu fressen haben, ne? Ob das jetzt, sag ich mal, mega produktiv ist oder nicht, ist ja eigentlich nebensächlich. Hauptsache, die haben irgendwas zu essen. Das, was eher länger dauern wird, ist wahrscheinlich sogar das Stroh. Wobei ich da im Überlegen bin, wir werden es so machen, wir werden 8 Strohballen beim Händler kaufen, wahrscheinlich 8 Strohrundballen. Werden die beim Auto sehr ganz geschwind abholen und einfach mal reinhauen, so damit die Kühe schon mal so einen gewissen, wie soll ich sagen, ein Einstreu, sag mal Einstreu, dass die Kühe schon mal so einen gewissen Strohstand oder Streustand am Boden haben, weil so auf dem trockenen, also trockenen in dem Fall nicht, aber auf dem Boden einfach so rumlaufen ohne Streu, ist halt auch ein bisschen doof, ne? Vor allem haben wir da keine Mistproduktion, das ist ja das nächste Problem. Also es hängt ja alles zusammen, ne? Wenn du kein Stroh reinhaust, dann bekommst du keinen Mist. Wenn du kein Wasser reinhaust, dann bekommst du keine Gülle. Ne? Also das geht eins zum anderen. So, geht nochmal ein Ballen. Es sind gar nicht mal so wenig, muss ich sagen. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt ist hier der 6. Also vielleicht, ja. Sag niemals nie, ne? Wäre ja wirklich ein Träumchen. Wir können jetzt aber gleich die Bahn hier nehmen, weil da komme ich jetzt besser ran. So. Weißt du, ihr sitzt alle vom Gerät und denkt euch so, was macht ihr da eigentlich? Aber es ist gar nicht so einfach, wirklich die Spur so zu nehmen, dass der alles mitnimmt, weil er hat einfach sehr, sehr breit geschwadet, muss man ja sagen. Na, so geht es eigentlich einigermaßen. Wenn es auf der einen Seite passt, muss es auf der anderen Seite eigentlich auch passen. Das ist die Nummer, warte mal, 2, 4, 6, das ist die Nummer 7. Das wird sich gerade so nicht ausgehen mit 10 wahrscheinlich. Aber das hat jetzt auch nicht so ewig lang gedauert, sag ich mal. Natürlich hat es gedauert, aber das kannst du auch mal ganz schnell zwischendurch machen, glaube ich. Ne? Wenn irgendwas ist, wenn irgendwas nicht reif ist oder irgendwas, einfach mal vor der Haustür das Gras abmähen, das kannst du immer machen. So, 10 werden es nicht, das ist schon mal klar. Aber annähernd, ne? Annähernd. Wenn ich jetzt noch einen rausbekommen würde, das wäre super geil. Aber das wird, glaube ich, das wird nicht funktionieren. Wir sind jetzt bei 50, 60, 70, oh nee, 80. Schade, schade, Limonade, das geht sich nicht aus. Oder mit ein bisschen zusammenkratzen vielleicht. Das macht ja vielleicht auch 1%. Hier haben wir noch eine kleine Reihe liegen, aber ob die uns da so rausreißt, weiß ich jetzt auch nicht, ne? Ah, die Wendigkeit des Traktors, die ist wirklich unschlagbar. Das sind nur so Häufchen, ne? Das bringt uns halt fast gar nicht weiter. 85. Also, wir können es jetzt zwar sauber machen, also sauber aufsammeln, alles Mögliche, aber so den richtigen Reißer schaffen wir mit dem nicht. Gut, ist nicht so schlimm. Pickup hoch. Dann fahren wir nach Hause. Geht da, ne? Morgen ist auch noch ein Tag, sag ich mal. Und bei der anderen Wiese werden wir sowieso noch ein paar Ballen mehr pressen müssen. Deswegen, ja, nicht so schlimm. Packen wir die wieder unten, ich würde schon sagen, ne? Die packen wir wieder unten. So, da löschen. Ja, dann holen wir gleich mal den Ballenwagen, weil ich möchte natürlich, dass das Futter auch bei den Tieren ankommt, ne? Das wäre dann schon cool. Weil nicht, dass ich hier noch arbeite und dann bekommen die Tiere nichts von. Das ist ja auch irgendwie Quatsch. Ich werde jetzt beim ersten Mal wahrscheinlich das auslassen mit dem Einsteuern. Ich werde das Zeug einfach direkt reinwerfen. Einfach nur, um zu testen, ob das auch funktioniert. Weil wir sind ja hier eigentlich auch am Testen, das muss man auch dazu sagen, ne? Also nicht hier nur zum Spaß haben, sondern wir sollten auch ein bisschen testen. Funktionen testen und das machen und deswegen... Momentan bin ich dabei, die Kühe zu testen, wenn ihr das so vorhaben wollt. Geht ihr das aus? Jo. Ist auch ganz okay. Ah, nicht die Maschine schrubben. Mann. Okay. So, dann fahren wir noch aufs Feld, nehmen wir nochmal ein oder zwei Ballen auf und dann, ja. Perfekt. Machen wir runter die Brille. Oder wie war das auf Z, ne? B? B war es gewesen.
Wunderbar. Gut, dann würde ich aber sagen, machen wir da morgen weiter. Wir sind fertig für heute. Liebe Leute, danke fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ist nicht das ultra spektakuläre, ich weiß. Aber wir müssen nochmal gucken, dass wir ein bisschen Futter für die Tiere bekommen. Und deswegen, das muss einfach gemacht werden, ne? Gut, bis morgen, macht's gut. Ciao, ciao.